jetzt bin ich aufgeregt. Ich bin jetzt geht's bei mir los. Da war ich arsch aufgeregt. Ich sag das nochmal, da war ich sehr aufgeregt. Da war ich echt, boah. Siegen, ein bisschen. Wir sind gespannt. Bravo! Als Isaac auf der Bühne stand, mussten wir ja schon hinter die Bühne gehen, um uns ready zu machen. Da war ich jetzt ein bisschen aufgeregt. Ne? Das ist alles. Da war ich vollkommen weg. Da habe ich gar nichts mehr gecheckt. Du lagst auf dem Boden. Nee, da musst du, glaube ich, da musst du einfach dich alles wegdissoziieren, sonst packst du es gar nicht. Wenn du dir bewusst machst, du singst gleich vor 2,2 Millionen Menschen im Fernsehen, und es wird für immer im Internet sein, da drehst du durch. Ich glaube, ich hatte auch gar keine Ahnung. Nee, Adrenalin so viel gar nicht. Das war der erste Moment, als dann dieses Dudum, Dudum. Guck mal, hier haben wir unseren Moment, Paul. Das haben wir abgemacht, dass wir uns auf jeden Fall noch umarmen, bevor wir auf die Bühne gehen, weil wir haben es einmal nicht gemacht und dann waren wir überhaupt nicht connected. Und sogar der Song von Isaac, der wurde in Mannheim geschrieben, also das bei Good Kid im Label. Guck mal, Jackie war nochmal da bei mir. Ja. Oh, das war so wichtig für mich, dass Jackie nochmal gekommen ist, weil die war auch so voll die. Ja. Die hat mich so voll gecharged immer. Ines. Und zwar nicht Ines, sondern Ines. Ines. Jetzt hat sie die Katzenohren auf. Ich wusste, dass sowas kommt. Jetzt kommt eine Band, die macht retrofuturistischen Elektropop. Da kann sich jetzt keiner was drunter vorstellen, aber das Thema des Songs ist sehr anschaulich. Es geht nämlich um eine Katze. Und weil ich mich so gut reinfüge, ganz gut. Uiui, doch, da bin ich aufgeregt. Sieht man's? Mhm. Ich habe den Stressblick. Voll. Ich dachte mir nur, lass mich jetzt einfach da raus und das Ding machen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Showtime. Kopf aus, Herz an. Dann haben wir genailed. So, da kam jetzt kurz mal die Aufregung hoch. Und ich dachte mir hoffentlich, dass wir einen Pick nicht fallen. So, die Krallen trägt sie lang, zwar immer so. Lässt keinen an sich ran, sie will das so. Wow. Die Krallen trägt sie lang, zwar immer so. Lässt keinen an sich ran, sie will das so. Die Lippen trägt sie rot. Guck, das wäre das Pick runtergefallen. Scheiße, ach verdammt. Richtig lang auch, ne? Ja. Yeah. Aber ich hab's zu meinem Urne hochgeschafft, ja. Und sie fühlt sich dabei so scheiße. Gut, sie ist eine Katze. Eine böse Katze. Tänzer. Guck mal den Typen, der Interview-Dude. Ja. Eine böse Katze. Maria. Dickes Fell fliegt sie jeden Tag. Dichter, dunkler Javel. Guck mal, mein Dad. Und das Geile ist, nachdem ist er sofort rausgegangen. Er hat es nicht mehr gepackt. Sie hat Angst und fährt ihre Krallen aus. Sie ist eine Katze. Mein Papi. Ja, Aline. Sweet. Und die Tänzer von Marie. Ja. Geil. Eine böse Katze. Sie ist eine Katze. Sie ist eine Katze. Eine böse Katze. Let's down.
Das ist so geil. Die lieben es ja. Ja, ja, das war schon. Ja, das haben wir schon gut gemacht. Ich bin schon stolz auf euch. Da ist richtig der Rockstar in mir hochgekommen. Der Schreiber hat nicht geplant, oder? Der ist gekommen einfach. Ja. Passiert manchmal. Wenn man da von der Bühne kommt, ist man noch so auf einem anderen Planeten. Man sieht hier, Ines macht gleich Touch-up bei mir und dann kommt Naomi von der Seite, aber man hört überhaupt nichts. Ging dann auch direkt weiter, also man wurde zwar kurz beglückwünscht, aber dann ging es schon direkt, okay, auf die Couch. Die haben sich so übertroffen. Ja. Sie haben total connected, sie haben cool. Naomi. Das geht ja runter wie Öl. Da stehe ich direkt mal auf, weil jetzt wird's spannend. Die Leitungen sind geöffnet, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Man kann ja bis zu 20 Mal anrufen oder eine SMS schicken. Imona. Und der Paul. Hallo, das ist für dich der beste Song gewesen? Ich würde mal die Katze in den Raum werfen. Also. Ich schalte jetzt tatsächlich zu 8 verschiedenen Jurys in 8 verschiedene Länder. Jetzt gehen wir erstmal nach Spanien. Und da steht einmal. Spanien, das hat mich so gefreut. Álvaro Soler. 10 Punkte für Galant. Jawohl! Galant. Jawohl! Island sollte Runa Fregislason auf uns warten. Gala! Good evening, Runar. Schaut auf die Reaction von The 10 points go to Bodine Monet. Ich hoffe, mein Dad. Ich hoffe, jetzt springt er gleich hoch. And the 12 points go to Gala! Oh, sweet. Ja, da haben wir uns gefreut. 8 points go to Galant. Wow, guck mal, war auf Platz 2 kurz. Krass. Das waren die Votes der internationalen Jury. Und jetzt rechnen wir das Ganze um. Isaac auf der 1. Es ist so knapp. Ihr sitzt hier, Galant, ihr kleinen süßen Katzen. Da sage ich gar nichts. Super. Ist fantastisch. Ist das ein guter Moment? Ja. Ja, absolut. Toll, das war alles. Ich hätte aufspringen müssen, wie Max Mutzke. Warum haben wir so wenig geredet? Irgendwie sind wir da... Ich scheiß mich ein. Also. Du scheißt dich ein, nein, bitte. Ja. Waterloo, wir gucken zurück. Ach Gott, jetzt kommt die Nummer. Ich beginne für aber eine Weltkarriere. Ein bisschen zu früh. Ja. Guck mal. Yeah. Ja, also man kann ja das jetzt sagen, ne? Das ist alles Playback. Und vorne stand auch noch der Text. Also wir konnten den Text ablesen. Gott sei Dank, ja. Karaoke? Ja. War eine sehr große Karaoke. Paul, du strahlst. So, jetzt gibt's das Ergebnis des Votings.
Aber Sie haben das wirklich gemacht wie kein anderer. Dankeschön. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Gott, ist das klein geschrieben. Leona. Florian. Da dachte ich mir so, okay, jetzt entscheide ich gleich, ob ich meine Masterarbeit schreiben kann oder nicht. Bodine Monet. Oh. Unser Publikum gibt 5 Punkte an Galant. Hey. 52.000 Stimmen. Krass. Oh, guck mal. Das ist eine Menge Calls. Das ist eine Menge Calls. 52.000 haben für uns gestimmt. Und da dachte ich mir, nice, kann meine Masterarbeit schreiben. Marie Reim. Also. Die 10 Punkte heute Abend gehen an Max Mutzke. Damit gewinnt Isa mit 2 Punkten. Das macht man alle. Oh mein Gott, was für ein Moment. Isa, ich bin so gut bei dieser Runde. Ich lasse ein Lachen. Ja, gut vorne platziert, sehr gut. Schau mal ein bisschen an. Sweet. Und du fällst was um. Das war echt so eine schöne Nummer. Ja. Ohne Scheiß, das war richtig toll. Ja, das war der deutsche Vorentscheid 2024. Und nach wie vor sind wir noch ganz sprachlos, dass wir wirklich beim deutschen Finale dabei sein durften und auch was das alles nach sich gezogen hat. Und die Leute sind toll. Hinten, hinten und vorne sind sie toll. Wo ist der Mikro? Jetzt, da war er. Hast du gesehen? Haben wir ihn gesehen? Ja. Oh, nochmal? Pass auf, da lässt es fallen. Siehst du? Ah ja. Leo! Zacka! Nice, und Bodine hat's gesehen. Eigentlich sind wir nur dankbar, oder Paul? Für diese Erfahrung. Das ist eine Lebenserfahrung. Das war ein kleiner Katzenmoment. Es ist wirklich unglaublich schön, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ein Schritt auf noch einer ganz langen Reise. Wir möchten gerne alle Leute da draußen, die kreativ sind, motivieren. Zeigt eure Kunst, versteckt euch nicht. Es ist wichtig, das, was man kreativ macht, auch zu teilen. Denn davon lebt die Kultur. Hier Kulturministerin Mona von Galant. Versucht euch selber zu gefallen. Ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber es ist ein sehr schöner Prozess. Guck, und gleich kommt das Erste zu ihm. Ich hätte auch gerne gewonnen. Wir hätten auch gerne gewonnen. Nach dem ESC haben wir jetzt uns eine richtig geile Bühnenshow aufgebaut. Richtig schön auf die Mütze. Und fangen jetzt an, in allen möglichen Städten zu spielen. Also am besten kommst du mal bei einem unserer Konzerte vorbei. Tanz mit uns, trink mit uns, quatsch mit uns. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir einen schönen Abend zusammen haben. Oder, Paul? Trink mit uns, das will ich nicht sagen, weil das ist so alkoholverherrlichend. Kommt bitte einfach vorbei. Wir würden uns so freuen. Okay.